Können wir den Zossen ja hier verkaufen? Warum kann man hier keine Kutschen verkaufen? Das raff ich gerade nicht. So, was kriegt man für die? $6! So, hat er jetzt mal schönere Pferde? Oh, ist der süß. Was hat denn der? Ein Tennessee Volga. Also Tennessee Volga ist der teuerste. Oh, was sagt mir überhaupt keiner zu? Mann, warum gibt's hier keine hübschen Pferde? Hör auf mich anzubellen, sonst mache ich den Strich durch die Rechnung. Was ist denn mit dir? Sieht denn der aus? Ja, der hat auch so und der sieht irgendwie so. Das ist unser, ne? Wie kommt denn das aus der Stallung raus? Das raff ich jetzt überhaupt nicht. So. Das wollten wir rausnehmen, ne? Ne, das ist das andere. Das hier. So. Zum Büchsenmacher wollten wir. Genau, der ist hier. Schönen guten Tag. Kann man hier Waffen verkaufen? Ich hoffe. Wir haben ja einige eingesammelt, ne? Büchsenmacher. Anpassen. Kann man hier keine Waffen verkaufen? Repetierkarabiner. Beautiful condition. Keep it up. Das ist meiner, ne? Oder? Komponenten. Lauf. You know what? Bet you could use some rifling on this thing. Haben wir ein bisschen mehr Reichweite. Mach mal. So. Visier. Brauchen wir ein Visier bei dem Ding? Haben wir ein bisschen mehr Genauigkeit. $5. Na, was soll's. Zielfernrohr? Nee, das machen wir nicht. Also, hallo. Schafft? Bringt uns das was? Was soll's. Jetzt haben wir einen Schaft gemacht. Und Schutz. Lederschutz. Das brauchen wir nicht. So. Dekoration. Nee, das Munition. Repetiergewehr, Munition, Express. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ach. Reichweite, Schaden. Wir nehmen die. So. Vielen lieben Dank, das war's auch schon. Ich dachte, man könnte auch Waffen verkaufen, die wir haben. Na gut, dann halt nicht. Schade, schade, schade. So. Den Bögele. Und es müsste jetzt unser Repetiergewehr sein, Karabiner sein, oder? Ja, genau, oder? Ja. Jetzt müssen wir die erstmal reinigen, das Ding, oder? Dann müssen wir drüber absteigen, ne? Jetzt ist das Zeug wieder weg. Ich raff das noch nicht so richtig mit dem Inventar. Ich raff's noch nicht so richtig, muss ich ehrlich sein. So, wie kann man das jetzt pflegen? Ach hier, mit mittlerer Maustaste, genau, so war das. So. Sind jetzt ja, die Dinger sind sogar dran. Und die sind immer dran, oder wie? Ne, wir reinigen erstmal. Da, 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 da. Können wir jetzt auch aussuchen, welche Munitionsart das Ding benutzt, oder wie? So, und nu? Wieso hat das so... Aber da fehlt ja noch was, worum ist denn das? Egal. Ne, gefällt mir auch nicht. Mann, hier muss es doch mal ein Pferd geben, was mir gefällt. Das ist doch scheiße.
Was ist mit dem Gaul hier? Ne, der ist auch so leicht abgeschabt schon. Das ärgert mich ein bisschen. Oh, gut, wir bringen sowieso jedes Pferd fast um, von daher. So. Könnten wir rein theoretisch mal wieder was jagen gehen, oder? Fürs Camp. Wie viel Kopfgeld haben wir denn eigentlich? 280, yeah! Könnten auch wieder eine Kutsche überfallen, wenn wir Bock haben. Oder wir können jetzt einfach mal die Aufgaben aus dem Camp machen, langsam mal. Guck mal da, was haben wir da? Oh Gott, das war wieder nichts. There we go. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Schon mal die ersten 5 Pfeile einfach sinnlos in die Prärie geschossen. Ah. Was ist mit dem da? Ist das ein schönes Pferd? Das sieht schon schwarz aus. Warte mal. Das ist aber ziemlich klein, ne? Das sieht aus wie so ein Blitz. Entschuldigung. Hui! Entschuldigung, ich wollte noch mal gucken, was du von Gaul hast, ob ich ihn wegschieße oder nicht. Wir müssen ja rein theoretisch töten, aber. Machen wir es halt so. Ja, genau, wenn wir es hinkriegen würden. So, jetzt. So, einige Vögel. Da liegt ein Toter rum. Bin gleich wieder da. Ist das den, den wir von der Klippe geschmissen haben? Kann das sein? Oh. Oh. Na hoppala. Oh, scheiße. Ach, du Heilige. Der arme Kerl. Scheiße. So. Rupfen, aufheben. Wir rupfen. Der arme Kerl, den wir so ungeniedet haben. Was haben wir denn eigentlich hier umgeniedet gerade? Truthahn. Hm. Soll es nicht rupfen? Nee, du sollst nicht auf hier rupfen, sollst du, genau. Wir brauchen Fleisch. So, da unten sind die anderen zwei, ne? Muss ja irgendwo der andere liegen. Hier so. Da. Genau, da ist er. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Truthahn gerupft. Ja. Gejagt. Das reicht auch erstmal als Essen. Vielleicht können wir das auch verkaufen. Mal gucken. Weil das Camp hat ja eigentlich genug Essen bis jetzt. Wir haben hier den 4 große Viecher gebracht. Das sollte ja erstmal reichen, oder? Hoffe ich zumindest. Und Königsadler darf man hier wahrscheinlich auch jagen. Die stehen ja hier nicht unter Naturschutz, oder? Ne, hey, der Seeadler, ne, die Königsadler, Seeadler heißt der. Da liegt ein Bein. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Hier ist noch eins. So, da haben wir ein paar Tiere auf jeden Fall gejagt. Da können wir uns was Schönes zu essen noch machen. Sieht aber aus wie ein Geier statt wie ein Truthahn, oder? Hm. Können wir uns wahrscheinlich auch selber Bögen herstellen, oder? Ja. So. Wir werden jetzt mal was erstmal fürs Camp machen. Also ich bin nicht sicher. Easy, wow. Ist hier irgendwas? Ja. So, wir wollen.
wollten ja eigentlich erstmal zum Camp, ne? Zum Camp, genau. Wir wollten meine. Wir machen mal die Mission hier. Was ist denn hier unten? RS? Landnextation. Wir machen mal. Geldverleih, andere Sünden, Teil 1. Strauß möchte dir mit dir sprechen. Na gut, dann machen wir den mal. Hat das wieder nicht akzeptiert, oder was? Dankeschön. Super, dass es funktioniert. So. Haufen Hasen hier. Wir könnten da rein erstmal was braten. Ach, die Umgebung sieht so schön aus. Bin mal gespannt, was für Umgebung. Also ich kenne ja den Bauumgebung als Red Dead Online, also ich denke schon, dass es noch ein bisschen schöner sein wird. Hi. So, könnten wir eigentlich irgendwo braten? Wir müssen uns rasieren. Alter, was ist denn hier los? Junge, Junge, Junge. Ne, das Stück behalten wir diesmal. Fleisch haben sie ja noch genug. Da hinten ist ja. Schade, dass man den Camp nur normal laufen kann. Herr Morgan! Herr Morgan! Mr. Strauss. You busy, my friend? Mm-hmm. Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. Dokumente suchen. It's very bad for business. Das sind die drei, die Schuldenliste. Die soll man aufsuchen. Alles klar. Weglegen. Alles klar. Dann gucken wir mal, wo die sind, oder? Da ist LS. LS, LS. Ach, das ist die Mission von ihm. Okay, dann müssen wir jetzt die erstmal alle drei machen, oder was? Machen wir den, weil der am nächsten dran ist. Eieiei. Und wir haben noch immer keine richtigen Zossen, weil ich will ihn nämlich umtaufen in Shadow, weil er hier nicht mitmachen kann. Warum können die nicht singen? Mann. So, können wir jetzt irgendwo mal ein Lagerfeuer braten oder so? Wie war denn das? Ich hab das ganz vergessen. Würde ich gerne mal hier am Feuerlager was machen? Setzen? Nein. Ausruhen? Ich wollte eigentlich nicht ausrufen, ich wollte eigentlich weggehen. Ich wollte was braten. Kann ich das hier bei denen nicht? Konnte man hier irgendwie auch irgendwo anders? Das kannst du bestimmt im Lager nicht, oder? Gucken wir mal, ob wir da hinten was machen können. Mein Schatz, was? Was ist denn hier? Kinderheim unter Herzen? Jetzt kommt es mal wieder doppelt ein. Ich würde gerne was kochen. Das geht wahrscheinlich nicht. Gut. Wo ist mein Hot? Da hinten. Oh, den schönen schwarzen hätte ich da gerne. Glaub's mir. Jetzt blendet das jetzt die ganze Zeit unten ein. Kapier ich nicht. Ach so, weil die gesungen haben. Deswegen.